ist manipuliert. Beginnen wir chronologisch mit der vielleicht nicht immer ganz offensichtlichen Manipulation der Zeitgeschichte. Die römischen Kaiser, die fast alle gleichzeitig lebten und in unterschiedlichen Kantonen und Distrikten. Aber weil das nicht so cool aussieht in Geschichtsbüchern, hat man das ein bisschen ausgedehnt. Oder wie sollte man die erfundenen 303 Jahre zwischen den Jahren 697 und 1000 erklären, nur weil König Otto I. ein Millenniumskönig sein wollte? Nichts mit Karl dem Großen, die Merowinger-Dynastie und den arabischen Angriffen im 8. Jahrhundert. Dass der Kalender manipuliert wurde, muss ich in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht erwähnen. Das hört jedes Kleinkind, denn Okta, Nona und Deka stehen für 8, 9 und die 10. Ein Mondlauf sind genau 29,53 Tage und nicht 30 oder 31. Die Geschichtsbücher sind manipuliert durch Kriegsgewinner und dem Vatikan, damit bloß keiner peilt, wer die wahren Schuldigen von Kriegen sind und okkultes Wissen, das uns allen helfen könnte, auch im Verborgenen bleibt. Natürlich sind dadurch auch alle Arten von Medien manipuliert. Die Wahrheit dürfen Sie nur mittwochs 23.45 Uhr auf Kanal 243 sehen und hören. Nehmen Sie es also nicht persönlich, dass die Lückenpresse die wichtigen Dinge zur besten Sendezeit einfach auslässt. Immerhin müssen sie ihre Meinung manipulieren. Das Wetter wird manipuliert, um in Ländern, die man gerade nicht leiden kann, Dürrekatastrophen oder Überschwemmungen zu erzeugen, den Aufwachprozess durch den Diebstahl der Sonne zu verhindern, Stromriesen zu bereichern, Samenverkäufer zu bevorzugen, die aluminiumresistente Samen verkaufen, die nur noch auf aluverseuchten Böden wachsen können. Alle Arten von Studien sind manipuliert, Impfstudien, Meinungsumfragen, Medikamententests, alles, was man aus einem Menschen herausquetschen könnte, muss definitiv so umgedeutet und verfälscht werden, dass es ins große Bild der neuen Ordnung passt. Sportereignisse werden manipuliert, entweder sind alle schön gedopt oder die Ergebnisse stehen schon vorher fest oder wie erklären sie sich, dass Schland zufällig immer bei der Fußball-EM-WM bis in die Endrunden kommt. Beim Boxen oder Eishockey sieht das nicht anders aus. Musik wird manipuliert, als gäbe es kein Morgen. Entweder wird der Kammerton A ein bisschen nach oben auf 440 Hertz angehoben und ganze Stücke schneller, langsamer oder transponiert aufgeführt oder Stars und Sternchen wird gleich mit Melodyne die Stimme so manipuliert, dass jeder auf einmal gut singen kann. Die meisten können es nicht, aber sie passen halt gut ins Bild und sind die größten Systemlinge, die der satanischen Agenda folgen. Die Filmindustrie liebt es, sie zu manipulieren. Nichts geht besser, als Gefühle und Denkstrukturen von Menschen durch Bild und Ton zu beeinflussen. Schauen Sie sich die Hollywood-Klamotten doch mal genau an. Tolle, schöne Menschen mit einem überbezahlten Bürojob, einem großen Haus, zwei dicken Autos, hinreißenden Kindern und völlig oberflächlichen Problemen quatschen sich arrogant und sarkastisch durch 120 Minuten, belanglosen Handlungssträngen und gewinnen jeden Alien-Angriff durch eine völlig überzogene Darstellung ihrer militärischen Fähigkeiten. Wikipedia manipuliert Inhalte, um ja alle einzunorden. Google und Facebook filtern zu kritisches Material heraus, um ja alle Schafe im Schlafmodus zu halten. Spediteure manipulieren ihre Fahrtenschreiber, um ihre Fahrersklaven länger auf dem Bock zu halten. Zentralbanken manipulieren die Märkte mit ihren Gelddruckprogrammen. Gold- und Silberpreise werden unten gehalten, indem man die Käufer an den Future-Märkten, die physisches sehen wollen, quasi erpresst und ihnen das Kaufen ein wenig unbequem macht. Denn bei 2000 Dollar die feinen und zu Gold würde jeder Depp bemerken, was hier gespielt wird und alle würden stürmen aus den Papierunwerten in die physischen Werte. Beweismittel für feige Angriffskriege werden manipuliert oder gleich ein falsche Flagge-Event gestartet. Wenn das Volk immer noch nicht schluckt, einfach mal eine Wahl manipulieren, damit neue Puppen als Sprachrohr für die Eliten eingesetzt werden können, die Kriegen noch viel geiler finden als ihre Vorgänger. Nahrungsmittelkennzeichnungen werden zurechtgebogen, um dich fett und dumm zu füttern. EU-Subventionen nur an die verteilt, die auch das Spiel unterstützen. Der Mietspiegel wird manipuliert, damit trotz Mietpreisbremse noch ordentlich abgesahnt werden kann. Hintergrundbeschallungen in Kaufhäusern mit unterschwelligen Botschaften wie Kaufe mehr oder Beklau uns nicht werden da einfach mal in 90er-Jahre-Pop-Hits mit eingemodelt. Ratingagenturen manipulieren mit erdachten mathematischen Rechnungen Staatenbonitäten nach oben oder nach unten. Wie das vonstatten geht, ist ein eigenes Video wert. Die Queen, der 25% der gesamten Landmasse dieser Erde gehört, manipuliert mit der DEA den Drogenhandel weltweit. Und Preise wie Nobelpreis oder Oscars gibt es nur für Mitmachsklaven, die der Elite dienlich sind und das Weltbild mitmanipulieren. Aber mein absoluter Liebling ist immer noch die echt schräge Darstellung der Erde aus dem Weltall, die mal so oder mal so aussieht. Alles fotogeshoppte Bilder und keine einzige echte Fotografie dabei. 1:0 für die Flacherdler. Das Fazit. Wer der Meinung ist, in einer total natürlichen Welt zu leben, in der alles am rechten Platz gerückt scheint und man hier nur noch warten müsse, bis alles noch viel schöner und natürlicher wird, der darf gerne weiter schwarz-rot-goldene Perücken tragend auf der Fanmeile grüllen und sich weiter einnullen lassen von Industrieganoven und Geschichtsfälschern im Merkeland. Für alle anderen, nicht an Manipulationen teilnehmen, Glotze aus, Zeitung zu, Kopf einschalten, sei Mensch und mach dich unabhängig.